Den Stab des Himmels kann der Gnom nehmen. Der hat da schon welche, genau. Richtig, das verkaufen wir. Das Zeug verkaufen wir. Das könnte in die Rüstungstasche. Ich weiß nicht, wer hat. Ja gut, da kannst du auch einfach mal. Die Ringe kannst du anziehen. Und das können wir auch verkaufen. Du kannst auch dem Gnom geben zum Verkaufen. Mittleres Schild plus 1. Könnte er sogar benutzen. Im Moment hat er Schild von Egons. Nee, das ist dann schlechter. Verkaufen wir dann wahrscheinlich eher auch. Oder? Minsk hat wahrscheinlich auch einen besseren Schild. Nee, Münzen nimmt gar kein Schild, weil er zweihändig arbeitet. Na, das ist ein Zweihänder, oder? Zweihändig, genau. Und das hier? Das wäre nun... Nee, das ist auch zweihändig. Ja, ist alles richtig. Ich glaube, den Trolltöter können wir wieder aufgeben. Ich glaube, es gibt hier keine Trolle mehr. Obwohl, es könnte sein, dass wir jetzt dann auch auf welche stoßen. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen voreilig, aber egal. So. Gut, dann haben wir das geklärt. Du suchst währenddessen Fallen. Da haben wir doch schon Trolle wahrscheinlich. Nee, Oger. Oger, also keine Spinnen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Der kommt wahrscheinlich sogar schon zu uns, oder? Nee, der kommt doch nicht zu uns. Trink einen Trank. Ah, Moment. Moment, Freunde. Oger Mago spricht ein Zauberspiegelbild und ist gespiegelt. Dann warten wir jetzt erstmal, bis sich das alles ergibt. Währenddessen können wir hier schon mal auf Fernkampf umschwenken. Da kommen sie. Fernkampf. Fernkampf bitte und Fernkampf. So, und ihr greift jetzt alle mal hier an. Wir könnten vielleicht auch noch Freunde herbeirufen, oder? Geht das? Ja, hier. Spinnenbrut. Das machen wir. Yes. Kannst du auch Freunde herbeirufen? Ja. Mach das bitte. Let's see how long you last against me. So, den einen haben wir schon. Also wir können hier gegen den anderen gehen. Ist das der Magier? Nee, das ist ein Berserker. Okay. Und du gehst hier und du machst hier. So, die haben ihre Zauber fertig. Das heißt, ihr zieht euch zurück. Safana, du ziehst dich auch zurück. Und Minz, du gehst jetzt in den Nahkampf. Und du gehst auch in den Nahkampf. So, und du ziehst dich zurück. Genau, und Safana zieht sich auch zurück. Das passt. Er trinkt einen Trank und das sind unsere Freunde. Ja, ich dachte gerade, da kommt noch ein Oger, aber es sind ja unsere Freunde. Das passt also auch. Du kannst hier schießen und du auch. Oh, nee, ja, ich bin nochmal erschrocken, dass da eine Spinne kommt. Aber die Spinne gehört ja auch zu uns. Ja, der Oger-Berserker steckt einiges ein, muss man sagen. Und der Oger stirbt durch die Phasenspinne. Sehr schön. Sehr schön. Da oben ist ein toter Oger gerade gesehen worden. So, da haben wir hier. Was ist das? Halboger-Veteran. Aha, was ist hier? Das ist der Magus. Wir gehen erstmal gegen den Magus. Oh, sie ist verzaubert worden. Was ist hier passiert? Safana? Blind. Okay, sie ist blind. Safana, dann gehst du mal hier weg. Dann suchen wir erstmal den Oger. Was ist das hier? Ein Veteran auch nochmal. Können wir dann hier vielleicht einen Zauber noch wirken? Haben wir hier was Sinnvolles? Nein. Haben wir hier noch was Sinnvolles? Ja. Den Flammenpfeil. Den können wir doch mal gegen den Ogermagus wenden, denke ich. Sehr gut, dann haben wir den nämlich. Dann könnt ihr gegen die hier gehen. Safana, sie ist nicht mehr blind, sie kann hier kämpfen. Und du, hast du noch einen Zauber? Monster herbeirufen 2, aber ich glaube, die sind noch aktiv. Oder die Spinne, ich weiß nicht, ist die Spinne noch da? Nee, die Spinne ist schon tot. Also können wir Monster herbeirufen 2 eigentlich machen. Dann mache ich das. Minsk ist in Furcht und Schrecken versetzt. Gut, sie. Hat sie noch irgendeinen Zauber? Schutz vor normalen Geschossen hätten wir. Hätten die Seelenrüstung, das hätten wir vorher machen müssen. Unsichtbarkeit. Nee, das bringt uns nichts. Also schießen wir lieber mal. Und sie schießt auch. So, haben wir da noch andere Pfeile? Nein. Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Ah, die sind mir eigentlich zu wertvoll. Er kann wahrscheinlich nichts machen. Ja. Und er hat keine Pfeile. Sie hat noch Pfeile, ne? Aber die können wir wahrscheinlich nicht rübergeben, weil es zu weit weg ist. Doch, es geht sogar. Sehr gut. Nimm bitte die Pfeile. Nimm bitte die Pfeile und schieße. Und dann passt es. Amens klopft er weg. So, er ist auch schon
Er hat auch schon ein Problem. Was macht denn Safana da? Warum läuft die denn da so nah hin? Er hat auch ein Problem, aber das ist ganz gut, weil er kann jetzt die jetzt anlocken. Während wir die bekämpfen. Sehr gut. So, dann kannst du jetzt, nachdem du die angelockt hast, dich erstmal selber heilen. Was hast du noch im Angebot? Verlangsamen hätten wir noch, oder? Verlangsamen könnten wir noch machen. Probieren wir das mal aus. Verlangsamen auf den hier. Er ist leider immer noch im Panik. Ach nee, das wäre eigentlich der richtige Zauber jetzt. Entpaniken. Furcht bannen. Genau, das wäre das, was wir jetzt brauchen. Weil dann kommt nämlich Minsk in den Kampf zurück. Das wäre gut. So, der ist gestorben. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt angreifen. Der kämpft hier gegen unsere Freunde, die herbeigezaubert sind. Passt also. Oh, 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 ja, jetzt ist... So, das geht gegen Minsk. Ich hoffe, das erreicht ihn auch, weil der ist jetzt schon dagegen. Na, ich glaube, das hat ihn nicht erreicht. So, kannst du dich gesund zaubern? Ich weiß gar nicht. Hat sie die Möglichkeit? Nein, du hast nicht die Möglichkeit. Dann geh mal hier runter. Mist, das hat nicht geklappt mit Minsk irgendwie entpaniken. Das ist blöd mit dem Zauber. Warum geht er denn dahin? Warum verfolgt er den nicht? Das ist irgendwie bescheuert. Ja, jetzt ist sie die Nächste. Also diese Veteranen sind echt heftig. Du machst mal hier diesen Zauber, bitte. Du machst den Heilzauber auf sie. Ja, Minsk fehlt uns hier. Und wenn er hier befreit wird, in Anführungszeichen, dann ist das... Hallo, Zafana, geh mal weg. So, den haben wir. Das heißt, wir können uns jetzt auf den konzentrieren und gerade im richtigen Moment, muss man sagen. Wir haben hier leider gar nichts, wir hätten nur noch verlangsamen hier. Und Minsk ist wieder da. Ja, Minsk, du gehst bitte hier hoch. Du schießt hier und ja, passt. Das war gut. Dann kannst du ganz normal wieder mit deinem Fernkampf, du machst auch ganz normal den Fernkampf. Ich weiß nicht, ob verlangsamen jetzt funktioniert hat. Hat verlangsamen funktioniert? Ich sehe hier nichts. Das müsste irgendwo hier stehen. Geheilt. Kreasur spricht den Zauber verlangsamen. Er ist verlangsamt, doch tatsächlich. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Dann kannst du hier auch schießen. Und du kannst eigentlich auch wieder in den Kampf einsteigen. Sollte passen. Das Ziel ist unser Ogre-Freund. Der kann ruhig das Ziel sein. Ja, diese Veteranen sind echt heftig. Aber jetzt haben wir sie geschafft. Jetzt haben wir sie geschafft. Das heißt, du darfst hier mal heilend tätig werden. Und ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Heilzauber, oder? Ja, wir haben noch ein paar mehr Heilzauber. Das gefällt mir gut. So. Nehmen wir mal die Heilzauber, wenn wir sie schon haben. Den Loot sammeln wir gleich auf. Ich schaue jetzt erstmal, ob es da nicht noch mehr Feinde gibt. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass da sich oben vielleicht noch jemand versteckt. Noch eine Spinne oder irgendwas. Wir schauen uns das Ganze an. Right. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir alle. Nein, wir haben alle. Wir haben alle. Gut. Hier ist ja sonst auch nichts mehr, oder? Da ist nur noch ein Elch. Der schaut da unten hoch und sagt Hallo. Aber sonst haben wir keinen mehr. So, haben wir noch jemanden, der irgendwas sammeln kann? Er hat ein bisschen Platz. Okay, dann gucken wir doch mal. Das Geld geht ja eh immer. Die Ketten kann sich Krea nehmen, weil sie ja die wegpacken kann. Blausteinkette, wo ist die zweite Kette? Da. Gut, Krea, du nimmst ja die Ketten. Das ist doch gut. Das ist dieser Heiltrank, der so komisch trübe ist. Ja, den packen wir mal weg. So, ach, der Behälter ist voll. Dann packt ihn Minsk weg. So. Gut, was haben wir denn hier noch? Hier hätten wir noch einen Zauberspruch. I shall. Den kann aber keiner nehmen. Dann nimmst du ihn und dann packen wir den weg. Vielleicht zum Verkaufen. So, die Waffen. Ja. Kannst du das nehmen und trotzdem dich noch bewegen? Ja, das geht. Sehr gut. Das war es leider, glaube ich, schon an Loot. Hm. So viel gab es da jetzt nicht. Also, naja, ein bisschen was zumindest.
Okay. Damit haben wir dieses Gebiet erledigt und können jetzt guten Gewissens in unser Lager zurückkehren, yes, die Sachen verkaufen und dann weiterziehen. Ich bin gespannt, was uns im nächsten Bereich erwartet. Ja, viel haben wir hier jetzt leider nicht gefunden an questtechnischen Sachen. Wir haben mal Trolle besiegt. Wir haben ja Helra hier oben gefunden. Ja gut, das haben wir schon gefunden. Und wir haben hier ein paar Flüchtlinge gefunden. Eine sehr traurige Nachricht. Ja, da liegt der Stab. Gut, wir wollen verkaufen. Wir brauchen nämlich dringend Geld. Wir verkaufen den hier, den Zweihänder. Den Zweihänder, den Zweihänder. Genau, die Wurfpfeile kauft er nicht. Zunderbüchse, ja. Was auch immer das nützlich ist. Beschützer der Dryaden? Das ist das. Warum haben wir denn den? Ah ja, weil wir den Pfeil ausgerüstet haben. Genau, so ist es. Gut, Minsk, den Helm, die Lederrüstung und die Wurfäxte. Da würde ich gleich alle 40 Leinen verkaufen. Das Langschwert, den Kriegshammer behalten wir ja. Wurfäxte plus 1 behalten wir auch. Wurfaxt, die 6 verkaufen wir auch. Die Tatsche verkaufen wir auch, würde ich sagen. Die Armschienen behalten wir mal, die Lederrüstung verkaufen. Den Helm können wir nicht verkaufen. So, wir brauchen das Geld. Ja, falls unser, als nächstes wieder mal einer unserer Charakter stirbt, dann müssen wir die Schleuder können wir aber verkaufen, oder? Das war ja Heras Schleuder. Nee, die behalten wir aus sentimentalen Gründen. So. Den Schienenpanzer können wir verkaufen. Das ist zwar auch Jaheras Schienenpanzer, aber das ist ein ganz normaler. Schleuder der unfehlbaren Treffsicherheit. Das ist ja interessant. Das war Jaheras Schleuder. Und das war ihre. Die können wir natürlich nicht verkaufen. Nee, das geht nicht. Aber den Schienenpanzer können wir verkaufen. So, was hat er noch? Den Helm, den Schild hier. Ja. Ach. Eigentlich würde ich ihn gern verkaufen, aber andererseits traue ich mich nicht. Den Bogen verkaufen, den Dolch verkaufen, den Schild behalten wir mal. So. Gut, dann mal kurz einen Blick hier. Das ist eine besondere Schleuder. Könnten wir zum Beispiel ihr geben, aber sie hat, glaube ich, schon eine. Sie hat noch eine bessere. Dann ihr hier. Und mit dieser Schleuder hier bist du besser, was ETW 0 angeht. Sehr viel besser. Sehr gut. Das heißt, diese beiden Schleudern, Schleuder plus 1, Schleuder plus 1, die können wir verkaufen. Das hier war ja ihre Schleuder und die behalten wir natürlich, aber die anderen beiden verkaufen wir. Wir brauchen das Geld. Right. So, also du verkaufst mal die beiden Schleudern. Bringt immerhin 60. Gut, dann gehen wir zu unserer Kiste. Die müsste hier irgendwo stehen. Wo ist die? Da ist sie, ne? Yes, dear. Das ist unsere Kiste. Ich glaube schon, ja. Ja. Gut, dann packen wir mal alles rein. Ach so, ja, sie hat ja gar nichts zum Reinpacken. Da ist die falsche Person an der Kiste. Wer hat was zum Reinpacken? Minsk. Minsk, du fängst an. Minsk, 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 Minsk. Es ist blöd, dass man da nur eine Person auswählen kann und da nicht hin und her schalten kann. Oder ich habe es nicht gesehen. Die Wurfaxt bitte rein. Den Kriegshammer plus 1. Wir können es ja immer noch verkaufen. Den Helm. Gut. Dann kann man umschalten. Nein, man kann eben nicht umschalten. Genau. Das dachte ich mir schon. Gut, was kannst du reinpacken? Diesen Umhang. Dann hat sie noch was. Ich schaue erstmal. Ja, sie hat was. Dann machen wir es doch so, dass wir das weitergeben. Dann muss man nämlich nur eine Person. Und diesen Trank kann sie selber behalten eigentlich. Warum nicht? So, und du, mein Lieber, gehst jetzt nochmal hier an die Kiste und gibst das hier rein. Das war doch die Mächte Eiche, genau. Dann. Das ist eine ganz normale Schleuder, glaube ich, oder? Ja, egal, jetzt haben wir sie schon drin. Die bringt eh nicht viel Geld. So, perfekt, wunderbar. Dann speichern wir. Gibt es hier noch irgendeine Queste, die wir erledigen wollen? Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich kann nach Myzenas Amulett in den Wäldern in der Nähe des Koalitionslagers suchen. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht in der Nähe des Koalitionslagers. Bellot, Leuten Otilda. Ich glaube, mit ihr haben wir geredet, ne? Sie hat uns diese Queste gegeben. Razad? Nee, da ist jetzt niemand, der uns helfen. Oder mit dem wir irgendwie reden müssten, denke ich mal. Wir können auch mal mit ihr reden, einfach zur Vollständigkeit halber. Was habt ihr dort draußen gesehen? Ihr scheint nervös zu sein, Leuten. Alles in Ordnung. So viele Dinge, aber nur ein Bruchteil von dem, was ich sehen möchte. Ich gehe bald wieder los. Nichts, was ich euch erzählen würde. Wir nehmen das Erste. Verzeiht mir, wenn ich euch belästige, werte Dame, darf ich ein Wort mit euch wechseln? Was gibt es?
Es sind diese Halborks, die letzte Nacht aufgetaucht sind und gesagt haben, sie wollten Kreuzritter zerschmettern. Die Ungewöhnlichen, wie wir sie genannt haben. Niemand schien zu denken, dass ihr Beitritt eine schlechte Idee war, aber ich traue ihnen nicht. Ich sage, sie würden für den Kreuzzug kämpfen. Warum solltet ihr ihnen nicht trauen? Ihr erzählt mir das, weil... Belat, ich muss gehen. Wir nehmen das Erste. Nun, sie sind Halborks, bösartige, unzivilisierte Bestien. Das wahre Problem ist, dass wir nichts über sie wissen. Sie könnten Spione sein oder Kriminelle oder alles Mögliche. Wenn ihr einen Streit mit ihnen anfangt, werden sie sicher fortgeschickt. Niemand würde glauben, dass sie ihn nicht angefangen hätten. Diese Ungewöhnlichen haben nichts Falsches getan. Ich werde keinen Streit mit jemandem anfangen, der uns eventuell gegen Kähler hilft. Ganz unabgesehen von seiner Rasse. Es ist mindestens 15 Minuten her, dass ich jemandem das Blut vergossen habe. Ich kümmere mich um sie. Ich glaube, dieses Gespräch ist vorüber. Wir nehmen das Erste. Also wir machen es nicht. Wenn ihr das so seht, aber es geht auf euch, wenn sie uns betrügen. Die Ungewöhnlichen. Ein neuer Tagebucheintrag. Okay. Ich soll einen Streit provozieren. Mit den Halborg-Söldnern. Machen wir aber nicht. Gut, das hat uns jetzt auch nicht so viel weitergeführt. Ich meine, wir können nochmal mit ihr reden. Die Halborgs sind immer noch da, im Moment. Lass es mich wissen, wenn sich das ändert. Hier sind keine Halborgs, glaube ich. Wir haben die, glaube ich, sogar schon getötet, oder? Ich weiß es gar nicht. Gut, also das hilft uns hier nicht weiter. Wir könnten mal mit ihm hier reden, aber ich glaube, das sind einfach nur weitere Söldner, die wir in die Gruppe aufnehmen könnten, oder? Ich schaue mal ganz kurz. Erneute Grüße, Reisender. Braucht ihr etwas? Erzählt mir mehr über den Herrn der Schlachten. Was gibt's da zu sagen? Seid furchtlos. Lauft nicht vor dem Kampf davon. Folgt den Regeln des Krieges. Das sind seine Gebote. Folgt ihr ihm deswegen? Lauft nicht vor dem Kampf davon. Also niemals Rückzug. Ich glaube, das haben wir alles schon besprochen, ne? Dann gehe ich davon aus, dass ihr euren Abschied nehmt. Welchen Dienst bietet ihr an? Das werde ich bei anderer Gelegenheit. Welchen Dienst bietet ihr an? Bei Tiermeister Bellegarm kümmert sich um die Vorräte. Ich kann euch allerdings mit Klerikerdiensten behilflich sein. Ach genau, das ist die Klerikerin. Die brauchen wir aber im Moment nicht. Gut, ja, also der, mit dem ich eigentlich hier reden möchte, der ist hier nicht. Das ist jemand, der uns einen Auftrag gegeben hat, glaube ich, oder? Will er nicht einen Auftrag bekommen? Eberfellbrücke. Rasat wartet im Lager der flammenden Faust auf mich. Nee, das hilft uns alles nicht weiter. Nee. Gut, also ich denke mal, wir müssen jetzt hier das Gebiet verlassen. Das ist der einzige Weg, hier weiterzukommen. Stimmt's? Genau. Nee, nicht erreichbar. Wir haben irgendwas noch nicht. Das ist nicht erreichbar. Wir haben irgendwas noch nicht gefunden. Wir haben irgendwas noch nicht gefunden oder mit irgendjemandem noch nicht gesprochen? Yes, dear. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ach, wir müssen da oben weitergehen. Das wird der Punkt sein. Wir müssen hier oben weitergehen. Ja. Deswegen. Das ist die Lösung, denke ich. Die läuft ganz schön weit vor. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Vor allem nicht, wenn sie in der Falle läuft. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir haben alles Lebende haben wir ausgemerzt. Nichts Lebendes ist ja mehr übrig geblieben in diesem Gebiet, nachdem wir hier durchgewalzt sind. Aber natürlich immer im Auftrag des Guten. Ja, ist ja klar. So. Der Bär verfolgt uns so ein bisschen. Aber ich glaube, der möchte nur Hallo sagen. Oder? Ja, jetzt ist es richtig. Hier haben wir den Würmwald. Dann haben wir irgendwas... Ich glaube, das gehört zusammen, oder? Das gehört zusammen. Der Würmwald, 8 Stunden und hier 4 Stunden. Dann gehen wir erstmal hier hin. Würde ich fast sagen, oder? Weil wir haben jetzt keinen Grund, hier hinzugehen. Ja, wir gehen erstmal zur Überfallbrücke. Sie ist auch näher dran. Was ist hier passiert? Feinde haben euch aufgelauert. Aha, verteidigt euch. Brandflecken und... Oh, wir hätten vorher schlafen sollen. Ich bin ein Trottel. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Na gut, Brandflecken und verstreute Trümmer weisen auf den Ort einer kürzlich stattgefundenen Explosion hin. Noch immer ist hier magische Energie zu spüren, was darauf hindeutet, dass die Zerstörung durch einen Hexer mit beträchtlicher Macht verursacht wurde. Eine Öffnung erstreckt sich in Richtung Nordwesten. Ein fähiger Zauberer hat dieses Chaos verursacht, Zeit auf der Hut. Können wir vielleicht jetzt noch schlafen? Ich probier's mal. Ich schätze aber eher nicht. Wir speichern. Doch, es geht. Sehr gut. Okay. Wir haben ein paar Heilzauber. Ja, wir sind jetzt nicht komplett geheilt, aber ich denke mal, das passt. Wichtig ist, dass wir sind nicht da, wo wir hin wollten, ne?
Nee, wir sind noch nicht bei der Eberfeldbrücke. Genau. Wichtig ist, dass wir jetzt unser Zauber wieder haben.